Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Premiere von Mount Olympus, unserem ersten Vergnügungspark, den wir versuchen in Planet Coaster 2 zu bauen. Ja, ich habe mich für die mediterrane Map entschieden diesmal. Mediterran, Mittelmeer. Ich glaube, mediterran hieß es. Wir haben ja 4 Maps zur Auswahl. Tiger, Tropen, mediterran und was war es noch? Gemäßigt, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das so auf jeden Fall. Ja, was passiert in Mount Olympus? Ich dachte, wir beginnen unseren Park gleich mit der ersten Attraktion. Das heißt, wir werden nicht zuerst das Eingangsgebäude und so weiter und so fort alles bauen, sondern tatsächlich unsere erste Attraktion. Und da Planet Coaster 2 ja so ein bisschen auf diese Wasserfahrgeschäfte fokussiert ist oder damit extrem geworben hat, dachte ich, okay, gut, ich möchte jetzt keine Poollandschaft, kein Lazy River oder sonst irgendwas. Das wird wahrscheinlich jeder andere Content Creator jetzt als erstes machen. Ich möchte was anderes. Ich möchte eine Achterbahn. Aber eine Wasserachterbahn. Und zwar bauen wir Poseidons Rache. So soll die Achterbahn heißen. Ich habe mich dafür entschieden, in Mount Olympus, wie es der Name schon sagt, mich an das Mythologie-Thema zu wagen. Das heißt, wir werden unseren Park so ein bisschen nach der griechischen Sagenwelt gestalten. Und ja, genau, fangen hier mit unserer Wasserachterbahn damit an. Als erstes habe ich eine vorgefertigte Wasserachterbahn genommen. Weil ich habe es ja in meinen Showcases auch schon gesagt, ich möchte erstmal anfangen, mich so ein bisschen ranzutasten an das Spiel und zu schauen, wie ich damit zurechtkomme. Und deswegen eben eine vorgefertigte Bahn letztendlich und ja, genau, die dann dementsprechend ein bisschen einzubauen. Ihr habt es ganz am Anfang gesehen, das Schöne ist gerade im Sandbox-Modus, ich weiß nicht, ob es nur im Sandbox-Modus ist, aber gerade hier auch, ihr könnt wahnsinnig viel mit dem Terrain machen, die Terrain-Bearbeitung ist mega gut. Da gibt es keine so Geschichten wie in Planet Zoo, wo es dann heißt, ja, irgendwas blockiert und hier kannst du das Terrain dann nicht mehr anheben, hier kannst du es nicht mehr absenken. Nein, funktioniert alles. Das Einzige, wo es blockiert ist, wenn ihr Wasser irgendwo habt, dann könnt ihr natürlich nicht mehr wie wild das Terrain an- und abheben. Das geht dann nicht mehr. Aber ansonsten ist es überhaupt kein Problem. Ihr seht es hier. Ihr könnt die komplette Bahn mit ja, in einen Berg reinsetzen und dann das Terrain dementsprechend anpassen. Deswegen dachte ich mir, okay, wir platzieren unsere Bahn. Ich senke sie ein bisschen in die Erde ein, sodass gerade dieser Wasserbereich ebenmäßig ist, weil, Spoiler-Alarm, wir wollen später auch so einen kleinen See noch haben, wo die Besucher mehr oder weniger durch den See dann, Besucher, Fahrgäste, dann mehr oder weniger durch diesen See noch durchfahren. Genau, deswegen Terrain abgesenkt. Und jetzt habe ich mich dran gemacht mit der Terrain-Bearbeitung. Ich sage sehr oft Terrain in dieser Folge, die Bahn so ein bisschen einzubauen. Das heißt, dass wir hier dementsprechend dann Felsen haben werden, auf der sich unsere Bahn bewegt, damit wir nicht diese furchtbar hässlichen Stützstelzen. Ich werde in dieser Folge auch sehr viele Wörter erfinden. Damit wir diese hässlichen Stützen nicht ständig sehen, damit es nicht aussieht wie Kirmes, sondern tatsächlich dann auch wie ein Vergnügungspark. Und ja, das kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr euch das Spiel holt und ab dem 6., der 6. ist, lasst mich schnell nachschauen, Mittwoch glaube ich ist der 6., oder? Ich guck mal eben schnell in den Kalender. So, November, der 6., tatsächlich, Mittwoch. Wenn ihr euch am Mittwoch dieses Spiel holt, probiert das einfach mal aus mit der Terrain-Bearbeitung, da haben wir es schon wieder. Ja, so ein bisschen die Achterbahnen einzubauen. Das Geile daran ist auch, das seht ihr hier, ich baue die Berge oder ich nenne es jetzt Landschaft und nicht mehr Terrain. Ich baue die Landschaft über die Bahn teilweise drüber, was überhaupt kein Problem ist. Denn danach macht ihr den Pinsel einfach so ein kleines bisschen kleiner. Ich mache ihn dann auf Stärke 5. Das passt am besten für die Achterbahnschienen. Ihr seht das jetzt. Und dann mache ich das Terrain nochmal, jetzt habe ich es schon wieder gesagt,
Meine Güte. Dann mache ich die Landschaft so ein kleines bisschen nochmal runter. Dann senke ich eben die Landschaft so ein bisschen ab und schon kann man die Schienen wieder sehen. Das ist mega cool. Auch super easy, wenn ihr einen Berg drüber baut. Ihr seht es jetzt hier, wenn ihr den dann tunneln wollt. Einfach hier an den Schienen entlang und schon habt ihr einen wunderbaren, geilen, schicken Tunnel da drin. Also einfacher geht's wirklich nicht. Da bin ich wirklich super, super, super begeistert. Deswegen machen wir das jetzt noch ein paar Mal öfter hier. Wir werden die Bahn auch nicht komplett abschließen in dieser Folge. Ich weiß nicht, wie ich es in Zukunft machen werde mit den Speedbuilds. Bei Planet Zoo mache ich es ja immer so, dass ich ein komplettes Gehege fertigstelle in der Episode. Ich glaube, dass das nicht zwingend immer möglich ist in Planet Coaster, dass ich eine Attraktion komplett fertigstellen kann in einer Episode, weil die teilweise doch umfangreich sind. Gerade so eine Achterbahn, die hat doch eine gewisse Größe und gerade wenn man dann ins Detail dann auch gehen möchte, dann hat man wahnsinnig viel damit zu tun. Vielleicht werde ich das in Zukunft ändern, aber ich denke gerade jetzt am Anfang seid ihr wahrscheinlich mega interessiert an jedem einzelnen Schritt, den ich hier mache im Spiel. Und deswegen zeige ich euch einfach alles, nehme mir ein kleines bisschen mehr Zeit, die ich auch brauche, denn ich muss mich ja selbst auch zurechtfinden mit dem Spiel. Und deswegen werden wir heute hier für Poseidons Rache nur die Landschaftsgestaltung machen. Das heißt, wir werden komplett alles mit Felsen verkleiden, so ein paar Pflanzen machen. Ich werde auch so ein paar Säulen platzieren. Das mache ich jetzt. Ihr habt vorher gerade gesehen, die Achterbahn selbst habe ich auch noch eingefärbt, weil der Farbton hat mir nicht so wirklich gepasst zum antiken Thema. Jetzt versuche ich hier diese Stützen noch so ein kleines bisschen zu verkleiden mit den Säulen. Dabei ist jetzt dieses Thema ganz geil, dass man eben diese Säulen auch skalieren kann. Ihr seht es gerade. Mega cool. Dadurch brauchst du wesentlich weniger Baumaterialien, sondern kannst im Endeffekt deine kleinen Säulen dementsprechend anpassen, wo du sie gerade auch brauchst, für die Größe, die du sie brauchst. Also sprechen ist halt echt nicht so mein Ding. Für die Größe, in der du sie brauchst. Mega cool. Mega, mega cool. Und da verkleide ich jetzt eben so ein bisschen diese Metallstützen, damit man die nicht so sieht, damit es thematisch einfach ein bisschen schicker dann aussieht. Und das Ganze wie so eine Ruinen-Tempelanlage dann so ein bisschen aussieht. Deswegen auch diese schrägen Stützen verkleide ich dann hier auch ebenfalls nochmal mit ein paar Säulen. Teilweise mache ich die Säulen dann ein bisschen kleiner, damit sie ein bisschen dünner sind und gerade hier jetzt, wo wir unseren Tunnel haben, dass die Säule dann nicht in die Höhle hineinragt. Das wollen wir nämlich nicht. Und das ist echt das Coole dran an diesem Skalieren. Dass du da jetzt nicht mehr aufpassen musst, die Größe von irgendwelchen Bauteilen kannst du es benutzen, guck das da irgendwie durch. Du machst es halt dann einfach kleiner. Das Einzige, was schade ist, es gibt diese Option nicht, dass du sagen kannst, okay, gut, ich möchte dieselbe Stärke, also dieselbe Dicke von einem Balken, von einer Säule oder was auch immer, ich möchte es nur ein kleines bisschen kürzer, also dass du stauchst. Das geht nicht, weil beim Skalieren machst du es automatisch so, du machst es nicht nur größer, sondern dementsprechend auch gleich direkt breiter. Also nur das eine oder das andere geht leider nicht. Also zumindest konnte ich das nicht feststellen, dass es möglich wäre. Kann sein, dass ich es einfach noch nicht entdeckt habe, aber so wie ich das sehe, funktioniert das nicht. Gut, so, dann geht's an die Felsarbeit. Das Einzige, was ich hier ein bisschen schade finde und was ich hoffe, dass es sehr bald mit einem Update dann auch kommen wird, oder vielleicht sogar schon mit der Endversion, die eben am Mittwoch veröffentlicht wird, morgen. Ja, genau, weil ich plane das jetzt hier rauszubringen am
5. November. Ja, vielleicht in der Endversion schon vorhanden ist. Es gibt diese zufällige Drehung nicht, die ich sehr, 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 sehr gerne immer genommen habe bei Felsen und auch bei Pflanzen. Was es dir halt super einfach dann macht, wenn du gerade viele Felsen platzieren möchtest, viele Pflanzen platzieren möchtest, dass sobald du auf Kopieren drauf gehst, jedes Mal, wenn du eine Pflanze platzierst oder einen Stein, hat der eine andere Drehung im Endeffekt, sodass es nicht so aussieht wie Copy and Paste. Die Option gibt es leider nicht. Oder ich sag mal noch nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mit einem zukünftigen Update das definitiv noch kommen wird, weil ja, da werden viele Leute danach schreien, dass sie das wieder haben möchten. Verständlicherweise. Ja, ich habe hier ein paar Pflanzen dann auch noch gesetzt. Das Schöne ist, dass ihr bei den Pflanzen auch einen Filter setzen könnt nach sag's mir schnell. Nach Klimazonen. Also ihr könnt eingeben, dass ihr nur mediterrane Pflanzen haben möchtet oder Mittelmeerpflanzen, und dann bringt er euch auch nur diese Pflanzen. Das habe ich jetzt in dem Fall gemacht, weil, ja, wie gesagt, wir haben so ein bisschen antikes Griechenland als Thema hier und dementsprechend brauche ich nicht alle 100.000 Pflanzen, die es hier gibt. Irgendwelche tropischen Kapokbäume oder sonst irgendwas oder Tamarindenbäume passt halt hier dann einfach nicht zu dem Thema. Und deswegen habe ich mich für die Mittelmeerpflanzen entschieden. Genau. Hier wird jetzt einiges noch mit diesen mediterranen Felsen ausgekleidet. Das heißt einiges, im Endeffekt ja fast alles. Ich werde von der Bepflanzung her noch nicht komplett alles bepflanzen. Ich werde teilweise nur so einzelne Akzente setzen, weil ich noch schauen möchte, gerade in der nächsten Episode habe ich dann vor, so ein bisschen an die Gebäudestrukturen zu gehen. Das heißt, ich möchte den ein oder anderen Tempel dann eben noch bauen, das Eingangsgebäude in Anführungsstrichen, also da, wo unsere Züge letztendlich drinstehen, beziehungsweise unsere Boote in dem Fall, möchte ich noch verkleiden, hier und da noch, wie gesagt, den ein oder anderen Tempel dann setzen. Und deswegen, wie gesagt, noch nicht so wahnsinnig viel mit den Pflanzen gemacht, teilweise, weil ich eben erst die Gebäude dann in der nächsten Episode noch setzen möchte. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Folge dann schon fertig werden mit Poseidons Rache, weil es gibt natürlich noch einiges zu tun. Aber ich denke mal, die Chance besteht, dass wir es schaffen. Während ich jetzt hier 100.000 Felsen setze, so eine kleine Idee mal zum Ablauf, wie es jetzt hier auf meinem Kanal mit den Planet Coaster 2 Videos weitergehen wird. Ich werde schauen, dass ich gerade in der ersten und der zweiten Woche jetzt, wo das Spiel veröffentlicht wird, beziehungsweise auch wo die ganze Promotion stattfindet und so, täglich oder zumindest alle zwei Tage ein Video liefern werde. Dieses Tempo werde ich natürlich nicht beibehalten können, denn ja, ich habe auch noch einen Hauptjob, mit dem ich mein Geld verdiene. So viel schmeißt mein YouTube-Kanal nicht ab, dass ich es tatsächlich schaffen würde, euch täglich ein Video zu liefern. Ja, da könnte ich nur noch Wasser trinken und eine Scheibe Brot dazu essen pro Tag. Für mehr wird es nicht reichen. Nee, aber wie gesagt, gerade in der ersten Zeit versuche ich, jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Video zu liefern, damit ihr ein bisschen Einblicke gewinnt in die Spielmechanik. Was kann man damit machen? Wie einfach oder wie schwierig sind die Dinge? Und ja, damit ihr da so ein bisschen Content kriegt. Danach werde ich das reduzieren auf 2 Episoden pro Woche. So ist der Plan. Also es wird zukünftig 2 Episoden Planet Zoo pro Woche geben, eventuell 3 mit, ja, mit einer Zooschule-Episode. Ansonsten halt Sandbox Deutsch, Sandbox Englisch, jeweils eine Episode und dann 2 Episoden Planet Coaster. Da meine Planet Zoo-Episoden immer montags und mittwochs kommen, werden die Planet Coaster-Episoden dann immer dienstags und donnerstags kommen.
Also so jetzt der Plan. Kann sich natürlich alles noch ändern. Aktuell sieht es so aus. So, ein bisschen Szenerie, ein bisschen Deko letztendlich, gerade jetzt hier für den Frontbereich. Habe mich hier an einer großen Poseidon-Statue versucht. War vielleicht nicht so hundertprozentig clever, dass ich das so gemacht habe, dass ich die einzelnen Bauteile genommen habe und die dann einzeln maskaliert habe. Es wäre vielleicht schlauer gewesen, die Statue als Ganzes erstmal zu bauen, dann in ein Gebäude in Anführungsstrichen zusammenzufügen und dann gesamt zu skalieren und nicht jedes Bauteil oder jedes Körperteil einzeln. Deswegen, wenn vielleicht das ein oder andere jetzt ein bisschen zu groß oder zu klein ist, bitte entschuldigt, das ist dem geschuldet, wie gesagt, dass ich es halt einzeln gemacht habe. Aber ich denke, am Ende sieht er ganz okay aus, oder? Was meint ihr? Ich fand das halt auch cool. Ich wollte das unbedingt haben, weil die Statue kannst du halt so groß machen, dass da der Zug dann zwischen den Beinen durchfahren kann. Und das fand ich eigentlich eine coole Sache. Deswegen wollte ich den unbedingt hier haben. Und da das Fahrgeschäft ja heißen soll Poseidons Rache und wir natürlich ein Wasserfahrgeschäft haben, dann brauchen wir natürlich auch Poseidon da. Ist ja ganz klar. Ja, wie wird es dann weitergehen? Wie gesagt, in der nächsten Episode plane ich dann eventuell das Fahrgeschäft fertig zu kriegen. So ein bisschen in die Gebäudebausachen reinzugehen. Ich habe noch so ein kleines bisschen Schwierigkeiten, weil so ein paar Mechanics hier in dem Spiel nicht so funktionieren, wie ich es von Planet Zoo gewohnt bin. Zum Beispiel jetzt irgendwelche Teile in ein Gebäude zusammenzufügen, das ist jetzt nicht so einfach, wie es bei Planet Zoo war, weil ich zum Beispiel noch keinen Shortcut gefunden habe, wie du jetzt ein Bauteil bzw. zwei Bauteile markieren kannst, ohne dass du mit einer Maus irgendwie ein Raster darum drumherum ziehst, sondern wirklich gerade jetzt bei so einer Felsenwand, wenn ich mir zwei Felsen hier raussuchen müsste, dass ich die einzeln markieren kann und dann in ein Gebäude zusammenfügen kann. Habe ich noch nicht rausgefunden, wie es funktioniert. Ich bin mir sicher, dass es irgendwie geht, aber ich habe den Shortcut dazu noch nicht gefunden. Also das wird spannend. Vielleicht schaffen wir das gemeinsam in der nächsten Episode dann. Wir werden es sehen. Ansonsten muss ich da ein kleines bisschen tricksen, aber wir kriegen das auch so hin. Weil ich natürlich auch vorhabe, hier in Planet Coaster 2, so wie ich es in Planet Zoo ja auch tue, rasterfrei zu bauen. Ich mag das einfach nicht, mit Rasterbauteilen zu bauen. Sagt er jetzt und wird es wahrscheinlich in einer der nächsten Episoden dann machen. Plan jetzt aktuell ist, dass ich nicht mit Rasterbauteilen arbeiten werde. Ich habe mich zwar so ein kleines bisschen beschwert bei den Showcase-Videos, bei den Szenerieobjekten, dass wir relativ wenig rasterfreie Bauteile haben, gerade was so Wandobjekte und so weiter angeht. Aber habe mir dann auch überlegt, letztendlich brauchen wir ja auch gar keine oder nicht so viele rasterfreie Bauteile, weil durch das Skalieren brauchst du halt auch weniger. Du bist sehr viel flexibler. Du kannst dir deine Bauteile so groß machen, wie du sie möchtest. Und was ich auch festgestellt habe, ich hoffe, ich habe mich dabei nicht getäuscht, aber es sieht ganz so aus, als wäre Sea Fighting hier in Planet Coaster 2 kein Thema. Ich habe gestern mal so ein kleines bisschen rumprobiert und habe mal versucht, so eine Gebäudefassade zu bauen. Nichts Aufregendes, einfach bloß so ein paar Bauteile mal aneinander zu setzen, dieses erweiterte Kopieren und Bewegen auszuprobieren, wie das hier funktioniert, ob das hier funktioniert. Und habe dabei dann festgestellt, bei einer Ziegelwand, muss ich dazu sagen, also definitiv eine Wand, die Struktur hat, es gab kein Sea Fighting, obwohl ich die Teile deutlich übereinander gelegt habe. Also sollte das tatsächlich so sein, finde ich das mega gut. Weil du dadurch halt nochmal
flexibler bist und nicht so aufpassen musst, sondern auch mal ein bisschen schlampig bauen kannst. Was ich hin und wieder auch ganz gerne tue. Ihr wisst, jeder, der schon mal irgendwie eine Tour durch einen meiner Parks angeschaut hat, der weiß, dass ich da gerne mal so ein bisschen schlampig baue. Oder dass ich gerne mal sage, Sea Fighting ist mir wurscht. Ja? Wie gesagt, so wie es aussieht, hier in Planet Coaster 2 kein Thema. Mega. Jo, ich habe so ein paar neue Lieblingsfelsen hier gefunden. Die großen Oschis, die ihr gerade gesehen habt, die ich hier überall platziert habe. Macht mega Spaß. Die haben eine mega geile Struktur. Sieht super cool aus und gerade durch das Skalieren kannst du sie halt größer, kleiner machen und so weiter und kannst halt hunderte von diesen Felsen übereinander packen und das sieht richtig cool aus. Ja, hier hatte ich dann versucht, so eine erste kleine Tempelstruktur zu bauen. Bin dann gleich mal dran verzweifelt, eben an dieser Geschichte diese Dinger zusammenzufügen in ein Gebäude. Hab's dann bleiben lassen und da habe ich dann den Entschluss gefasst, nee, wir machen das jetzt nicht in dieser Episode, wir machen das in der nächsten Episode mit den Gebäuden. Wir kümmern uns hier jetzt nur um Thema Natur. Genau, und so wird's auch bleiben, auch die letzten 10 Minuten des Videos. Also sehr viel mehr als Felsarbeit und dann eben am rückwärtigen Teil die Erstellung des Sees wird es hier nicht geben. Aber ihr werdet sehen, wie man mit relativ einfachen Mitteln, und ich habe jetzt wirklich ja nicht sehr viel gebaut, sondern wirklich nur die Landschaftsgestaltung letztendlich gemacht, wie ihr da aus so einer vorgefertigten Achterbahn wirklich euer eigenes Teil bauen könnt und das super gut in die Kulisse einbauen könnt oder eine Kulisse drumherum bauen könnt. Selbstverständlich könnt ihr es auch komplett anders machen und könnt sagen, okay gut, ich möchte jetzt erst irgendwie Natur bauen und Kulisse und Landschaft und Deko und so weiter und dann baue ich meinen Coaster drumherum oder ich baue mir selbst einen Coaster. Klar, werde ich früher oder später auch machen. Aber gerade jetzt am Anfang, um mich eben hier zurechtzufinden, alles mal auszuprobieren und so, finde ich es einfach ganz cool, wenn man da einfach mal auf das zurückgreift, was ja ohnehin schon im Spiel ist und dann im Endeffekt einfach daraus irgendwas Nettes zaubert. Ne? Und ich denke gerade auch für die Leute, die anfangen, die jetzt noch keine Erfahrung gesammelt haben mit dem ersten Teil von Planet Coaster oder aber auch mit Planet Zoo, ist das vielleicht eine ganz coole Herangehensweise, wo man sich so langsam ein bisschen ans Spiel herantasten kann. Tipp, auch ganz wichtig, was ich jedem mitgeben möchte, der dieses Spiel sich besorgen möchte, spielt am Anfang zumindest das erste Karrierelevel, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie funktionieren die Dinge. Da wird so ein bisschen was auch erklärt, auch wie das mit der Stromversorgung funktioniert. Was ich alles nicht brauche, weil ich spiele im Sandbox-Modus und da kann man das ausstellen, dass die Stromversorgung benötigt wird, dass das Wasser gesäubert werden muss. All diese nervigen Dinge, die man bei Planet Zoo eben auch ausstellen kann, kann man hier bei Planet Coaster 2 auch ausstellen. Wenn man aber im Franchise-Modus dann arbeitet oder so ein bisschen mehr, oder im Karrieremodus oder so ein bisschen mehr auf diese Wirtschaftssimulationsebene gehen möchte, dann sollte man da auf jeden Fall mal gucken, wie das Ganze funktioniert und generell einfach, um die Steuerung mal so ein kleines bisschen kennenzulernen und zu wissen, auf was muss ich achten, wie funktionieren Dinge, wo finde ich Dinge, macht auf jeden Fall den Karrieremodus. Kann ich generell nur immer empfehlen, egal bei welchem Spiel, egal ob es Planet Zoo ist, egal ob es Planet Coaster 1 oder 2 ist, macht zuerst den Karrieremodus. Ich weiß, auch bei mir war es so, es juckt in den Fingern. Du guckst dir das Spiel an und denkst dir, ich möchte losbauen. Ich möchte jetzt einfach ausprobieren und so weiter. Ja, klar. Aber wenn ihr euch einfach mal eine halbe Stunde Zeit nimmt und länger, glaube ich, dauert der erste Level sowieso nicht. Dann kriegt ihr zumindest so ein paar Kniffe mit an die Hand, wie ihr euch einfach leichter tut.
Und gerade jetzt am Anfang gibt es noch nicht so viele Leute, die euch dann wirklich weiterhelfen können, wenn ihr auf irgendwelchen Facebook-Gruppen oder in irgendwelchen Foren seid, weil jeder im selben Boot sitzt. Jeder muss jetzt selbst erstmal herausfinden, wie funktionieren Dinge, was kann ich machen, wo muss ich drauf achten, was geht nicht und so weiter und so fort. Ne? So. Jetzt kommen wir aber zu unserem kleinen See oder kleiner Strand, den ich hier bastle. Ich musste die Landschaftsgestaltung hier ein bisschen, ich musste das Terrain ein bisschen anheben, damit ich das Wasser auf eine angemessene Höhe platzieren konnte. Es gibt unterschiedliches Wasser. Es gibt natürliches Wasser, es gibt aufgewühltes Wasser und es gibt das normale Wasser. Ich wollte eigentlich das natürliche Wasser haben, aber ihr seht schon den Effekt, den es dann mit der Fahrrille macht, ist nicht schön. Deswegen habe ich mich dann für das normale Wasser entschieden. Ich wollte das Terrain natürlich auch nicht über die Schienen der Bahn drüber haben und musste mir deswegen was einfallen lassen, dass ich das Terrain eben auf der anderen Seite drüben von der Bahn ein bisschen anhebe. Jetzt habe ich halt hier zwischendrin diese Pfütze. Sieht jetzt nicht so mega gut aus, aber mit der Landschaftsgestaltung danach, wir werden ein paar Pflanzen da hinsetzen. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar Felsen reinsetzen. Zwar habe ich das jetzt noch nicht getan, aber das wird passieren in der nächsten Folge dann. Und dann siehst du diese Pfütze hier auch nicht mehr so wirklich. Ja, dann wird das Gelände natürlich auch noch ein wenig bemalt. Ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwie Sand finde. Und ich sehe es jetzt auch gerade. Seht ihr es? Es gibt hier anscheinend noch eine zweite Seite mit Geländebemalung. Da ist bestimmt der Sand. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe Erde jetzt genommen. Es sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Es sieht so ein bisschen wie Sand aus. Es passt auch ganz gut zum Rest. Aber ja. Ja, neues Spiel. Neues Spiel. Ich kenne mich damit auch noch nicht aus. Habe auch noch nicht alles ausprobiert. Gut, dass wir es jetzt gesehen haben beim Speedbuild, während ich das Voice-Over mache, dass es da tatsächlich dann auch die Möglichkeit gibt, nochmal eins weiter zu scrollen, beziehungsweise auf die nächste Seite zu gehen, dass es da dann anderes Terrain auch noch gibt zur Bemalung. Ja, super. Ich werde euch in der nächsten Episode dann berichten, ob es da dann auch Sand gibt. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Jo. Dann weiter mit Felsen, 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 Felsen. Ihr habt den kleinen Strand, den kleinen See gesehen. Wir werden selbstverständlich dann, sobald die Attraktion hier fertig ist, gibt es natürlich auch eine Onboard-Kamera. Das heißt, wir werden dann natürlich auch mit unseren Booten fahren, die Achterbahn hier austesten, schauen, ob alles funktioniert, schauen, wie das Ganze dann wirkt, wenn wir hier durchfahren. Ich versuche gleich immer so ein bisschen drauf zu achten mit den Felsen hier, dass ich die so anpasse, dass unsere Boote da nicht dran stoßen oder dass wir irgendwie durch einen Felsen durchfahren. Das sieht natürlich dann auch nicht so schön aus. Und deshalb lege ich da gleich immer so ein kleines bisschen mein Augenmerk drauf und versuche das gleich immer, wenn mir irgendwas auffällt, anzupassen. Ja, wir nähern uns langsam, aber sicher bereits dem Ende der Episode. Deswegen nochmal ein Aufruf an euch. Erstens, wenn euch die erste Folge von Mount Olympus gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst und in der nächsten Folge dann seht, wie wir diese Bahn hier vollenden und eine Runde damit drehen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr hier in Mount Olympus noch sehen wollt, wie wir weitermachen sollen, nachdem wir die Bahn gebaut haben. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir rundherum um diese Bahn dann so ein bisschen die Gestaltung machen, das heißt so ein paar Fressbuden und so weiter, Toiletten, ein paar Gebäude, viel Szenerie und so weiter. Und dann könnt ihr mir ja sagen, was ihr sonst noch da sehen möchtet. Sollen wir danach dann schon ein Eingangsgebäude bauen oder sagt ihr, Eingangsgebäude, spart ihr das mal für später auf, ich möchte jetzt erstmal Attraktionen sehen und so weiter. Lasst mich das gerne wissen. Lasst mich auch gerne wissen, wenn ihr irgendetwas wissen wollt.
wie irgendwas funktioniert in dem Spiel, wenn ihr irgendwas sehen möchtet, dann werde ich mich da sehr, 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 sehr gerne drum kümmern. Wie gesagt, ich kenne mich auch noch nicht so wirklich aus, aber wir können das dann gemeinsam miteinander ausprobieren und dann kann ich euch in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen vielleicht auch schon ein bisschen was dazu erzählen. Jo. So. Genau, hier jetzt noch so ein bisschen mit Pflanzung. Wie gesagt, ich möchte da, wo diese Pfütze in der Mitte drin ist, vielleicht dann in der nächsten Episode noch ein paar Felsen dann reinsetzen, damit das nicht ganz so aussieht, als würde das Wasser drüber laufen. Ja, mal schauen, vielleicht können wir auch einen Wasserfall oder so irgendwo anbringen. Gerade hier hinten in dem hinteren Bereich, so aus den Felsen raus. Fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Mal schauen, was uns dazu dann noch einfällt. Oder vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. So, jetzt lasse ich euch aber die letzte Minute alleine. Genießt das Ganze hier noch ein bisschen und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen oder spätestens übermorgen wieder, wenn es hier weitergeht in Mount Olympus und wir Poseidons Rache weiterbauen. Also, bis dahin, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!